Oh ja, liebe Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play Saints Row 3. Wo wir zurück sind im nächsten Part und einen nächsten Auftrag annehmen. Nightblades Rückkehr oder ist es Killbane? Wir machen das einmal abwechselnd. Das ist, glaube ich, das Beste. Yes, it's me. And? Sorry, was reading. More crimes attributed to the Deckers have been Na popped super, ich höre es nochmal da drüben. Anything we can use? Na super. Oh, that's not good. Tut mir leid, ich muss. We'll need another person. Ach, fuck. Kinsey? Shit. Ich höre da. Warum auch immer doppelt? Scheiß Kopfhörer. Jetzt höre ich Scheiße, super. Ist immer wieder super, wenn alles super funktioniert, ne? Muss man so betonen. Es geht jetzt nur noch darum, das so hinzubekommen, dass ich auf beiden Ohren höre. Anscheinend geht das nicht. Los, komm! Danke. So, das hier aus Dingsen. Ah, oh, jetzt endlich, nach 10.000 Jahren. Ja, es funzt wieder alles. Juhey! Er hatte doch einen besseren Wagen. Warum habe ich denn nicht den besseren Namen Wagen genommen? Naja, soll uns jetzt mal nicht kümmern. Hauptsache, ich habe jetzt irgendwie. Das ist das Problem, wenn ich Konsole aufnehme. Es ist alles interessant, um so zu sagen. Naja. Hauptsache, es funzt jetzt, Alter. Darum geht's. Schön mal Leute aufspießen, Leute am Spieß. Und so muss das mal laufen, oder? So nicht anders, dachte sich der Miro, und so passierte es. Er lief hier voran immer wieder und machte Scheiße wie noch keiner Mann. Ups, ups. Sorry. So, wir zerstören mal natürlich alle möglichen Reifen. Ist gut, dass halt geht. So. Das heißt eigentlich, alle möglichen Reifenhersteller müssten uns danken und die Reifen umsonst drauf machen. Tun sie, glaube ich, ja auch, aber ich meine ja nur. Müssten sie tun, weil. Alter, wir. Wir machen die anderen Reifen kaputt durch unsere Dingens. Das ist halt perfekt. Boah, muss der unbedingt im Weg gewesen sein? Kann er nicht hingucken, dass wir unbedingt hier fahren mussten? Meine Güte. Ja, vor allem der Typ, Alter. Richtiger Sack. Oh Mann, mal sehen, was jetzt passiert. What's up? You need to see this. Fortunately, this exclusive footage has come to light. And with us live, the man responsible, Eddie Killbane Pryor. Thanks for being here, Eddie. My pleasure, Jane. And please, call me Killbane. Very well. Killbane, there are some who claim you're a criminal. No, no. Jane, my dear, please. The Saints are criminals. Call me eccentric, but I'm just an entertainer slash businessman slash philanthropist slash... We get it. Where are they? No idea. They're broadcasting from an undisclosed location. We'll fucking disclose it. I might be able to triangulate where they're shooting if you go to the broadcast towers and... We're on it. Okay, schnell. Wir wollen Killbane anscheinend live sehen und ihm eine reinhauen. Mal sehen, wie sowas enden wird. Call in a favor to get a helicopter. Use it. I'll explain when you're airborne. That asshole's gonna trash the Saints on air. He already is. Naja. I'm sitting with a man the wrestling community has called the Walking Apocalypse. Ich wollte das Guardio umstellen, Alter. Not at all. It's an inspiration to all my fans to rise above. Fuck him. Who the fuck does this prick think he is? And what about those that don't share that opinion? Some may call that preying on the weak. It's the one. We're here, Kinsey. What's next? I sent you coordinates to several radio towers. Head to the first one and let me know when you've landed. So, da rüber. Mentioned the kids you've helped. Ah, yes. Killbane's Crunch Camp. It's a two-month summer program that
Was ist ein geiler Lava, der hat Killbane. Was zum... Alter Schwede. Wie steigen in den Hubschrauber? Hä? Wir sind noch im Hubschrauber drin gewesen. Wir sind noch... Oh, ist mir scheißegal. Das ist doch unfassbar. Also wir brauchen so ein... Ah, das könnte vielleicht sein. See Deckers. They probably use these antennas for the Decker you sent. Not surprising they leave guards. Thanks for the heads up. Use the transmitter I left what? In the seat. Ah, that's clever. The radio antenna, then head to the next tower. How much of this city you think she's monitoring? Who cares? As long as she isn't bugging my bedroom. Well, that's mental. She wouldn't do that. You sure about that? Well, now I'm not going to be able to sleep tonight, thanks. I'm drunk. That felt good. So, jetzt haben wir wieder ab. Tschüssi, Kowski, ihr Idioten. Sie kommen sowieso gleich hinterher. Das ist das Wunderbare. So. We're back with our exclusive interview. The controversy over your match against your former partner, Angel de la Muerte. People keep talking about a controversy when there isn't any. There can only be one legend. We fought, he lost. If Angel de la Muerte was to come out of hiding. Willst du mich erkackeiern? Ah! Wie dumm! Wie dumm muss man sein? Wie dumm? Ich bin wieder zurück. Ja, cool. Ist wieder. Ach. Danke. Sie ist wenigstens mit dabei. Meine Fresse, Alter. Richtige Schlauköpfe. Kinsey, where'd you nick these transmitters? It's safer, you don't know. What you mean, safer? Well, probably means that it's safer, if you don't know. Look, they work, that's all that matters. What are we gonna do about that video the press has? Who cares? Let me all worry about that. People think we blew up a landmark. I don't think it's that easy. Then what the hell do we pay them for? Covering up the small shit. When was the last time we did small shit? Oui. That was a sad excuse for a fight. Mal sehen, ob wir so nach oben kommen. Und das irgendwie anbringen können. Mal sehen. Alter, wir müssen ja... Es hat sich ja fast schon gelohnt, oben eher zu landen, aber gut. Alles klar. Okay, es geht noch weiter nach oben. Mal sehen. Okay, da können wir sicher von unten mit dem Fallschirm runterspringen. Das wäre eine interessantere Sache.
Ich will behaupten. Bam. Irgendwie kann ich nicht die Helligkeit hochstellen, weil es kommt mir so vor, als würde auf jeden Fall die Helligkeit ein bisschen zu dunkel sein. Zumindest wenn ich aufnehme. Ja, sieht doch ein bisschen besser aus, glaube ich, ne? Also manchmal kommt es mir echt so vor, als wenn ich aufnehme, das runtergeht von der Helligkeit her. Und manchmal ist das echt unmöglich, irgendwas zu sehen in der Aufnahme. Ich dachte, er könnte schon einen Fallschirm aus... Meine Güte, was kann man denn machen? Ich dachte, es wäre doch logisch, das zu schaffen. Och man. Aber jetzt glaube ich besser, die Helligkeit. Ja, schon irgendwie. Zumindest sehe ich eher was als davor. So. Mal sehen. Wir labern wieder irgendwelche Scheiße. Kann das überhaupt? Wenn wir so weit in den Vollgas geben, wird sehr knapp. Aber ich glaube, ja, schaffen wir gerade so. Meine Güte, ich bin ja echt ein Knie. What do you mean, safer? Well, probably means that it's safer if you don't know. Look, they work, that's all that matters. What are we gonna do about that video the press has? Who cares? Let PR worry about that. People think we blew up a landmark. I don't think it's that easy. Then what the hell do we pay them for? Covering up the small shit. When was the last time we did small shit? Schön langsam nach oben. Hallöchen. Scheint ja nur einer gewesen zu sein gerade. Jetzt sind sie wahrscheinlich alle oben und chillen ihre Nippel. Das ist ja irgendwas in der Richtung. So. Wenn man sich der Typ auch umgedreht hat. Diesmal springen wir nicht runter. So. Inside it? No. Use the laser signal tracker to help me find the broadcast location. What the hell are you jabbering on about? The light on the helicopter. Shine it on the van. Bastard. Steht einfach da. Hä? Warum seid ihr alle hier? Seid ihr dumm? Verdammt. So. Also, da hat sich doch gedeckt. Ich dachte, der wäre tot. Meine Güte. So. Jetzt komm her. Komm her. Bist du schon drin? Nein. Komm hinterher! Dankeschön! Meine Fresse! Oh Mann, ist plötzlich solche grünen Dinger? Oh fuck! Hier hatte ich den Tragungswagen. Nur weil ich so hoch bin. Warum kann es nicht schneller runter? Wäre es mal mit einem Absturz. Wird's mal die Rotorblätter mal nicht flattern lassen. Los, komm. Great. They're running. We must have spooked them.
doch noch nicht mal. Hä? Wie soll ich auf den zielen? Achso. Mit der 1. Oh, ich dachte schon, was zum Geier geht denn da ab? So, das sollte dann langsam ausreichen, oder? Wie sind wir schlau, machen das mit einem Hubschrauber. Ja. Jetzt zum Interview, Alter. He's in an abandoned office building. Let me send you the location. Nice work, Kinsey. Now let's get him good and riled. What are you gonna do? Okay, patching yourself through. Looks like we have a caller. You're on the air with Kilbane. What's your quest? Listen up, you tubby wad of goo. I'm sorry. Do you have a question for me? Yeah. I'm gonna march down there and step on your bloody throat. Perhaps this has gone just a bit too far. I'm not sure that's a question either. It sounds more like a threat. I don't make threats, mate. I make promises. Okay, we need to... Ooh! This looks like the place. Clear him out, quick and quietly. Quietly? Quiet-ish? So. Du kommst hier nicht weg, Mann! Du auch nicht. Du erst recht nicht. Where the hell is Kilbane? I bet that reporter knows. Let's ask. We gotta get through them first. Hätte dich liebend gern wieder Shotguns. Für all den Stissel, der hier abgeht. Alter! Danke. Mag vielleicht schnell sein, aber nicht viel überleben. Ach du What the fuck? Da war ein Fenster offen. Warum laufen letztens alle Aufträge so schief, wie es nur geht? Where the hell is Kilbane? Bet that reporter knows. Let's ask. We gotta get through them first. Wunderbar. Just couldn't handle us. Was macht die eine, Alter? Anscheinend über Zeit und Dingens, keine Ahnung. Raum und Zeit irgendwie beherrscht. Schnell wie die sind. Dankeschön. Sprich mit Jane. So, sag doch mal,
Aber dafür vielen Dank, dass ihr in diesem Part dabei wart. Bei Let's Play Saints Row 3 und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank und ciao.